Hallo und herzlich willkommen zu neuen Serienvideos über Elektrotechnik und zwar sprechen wir heute über Drehstrom. Elektrostrom haben wir in der letzten Serie gehabt und Drehstrom ist sowas ähnliches. Nun, wer glaubt, Drehstrom dreht sich, der glaubt wahrscheinlich auch, dass Wirbelstrom einen Lärm macht. Naja, Wirbelstrom macht doch tatsächlich einen Lärm, wenn wir den Topf auf unseren Induktionsherd stellen, hören wir die Wirbelströme. Und auch beim Drehstrom ist es so, dass sich teilweise etwas dreht. Was sich da genau dreht, das werden wir herausfinden. Zuerst schauen wir uns einmal an, was Drehstrom ist. Wir beginnen, ich habe gesagt, es ist so etwas Ähnliches wie Wechselstrom. Ja, wir beginnen also mit der Kanten, wir beginnen mit einem Wechselstromsystem. Ja, das heißt, ich zeichne da jetzt ein Wechselstromsystem ein. Ich habe da irgendwo eine Wechselspannungsquelle. Ja, ich habe eine Leitung. Die Leitung hat einen gewissen Widerstandsbelag. Die Leitung hat einen gewissen Induktivitätsbelag und dann habe ich irgendwo eine Steckdose. Und an der Steckdose stecke ich meine Last an. Irgendein Zettel, irgendein Wechselstromwiderstand. Ja. So schaut das aus. Dann habe ich hier ein U1. Da drin ein U1. Ja. Schöner U1. Passt. Ja. Zeichne ich das da unten neu. Diesmal nehme ich ein bisschen einen Bleistift, also Lineal. So, sage ich 3,5 cm geht er nach unten. Das soll mein U1 sein. Okay? Da ist es U1. Und dann zeichne ich nur ein I1 ein. Das hat halt irgendeinen Phasenwinkel. Ich sage halt einmal, das ist weiter vorn. Da zeichne ich den ein. So. Das ist der I1. Wunderschön ist es nicht, aber man kann es sich vorstellen. Da dazwischen ist der Phasenwinkel 4,1. Der wird halt festgelegt von der Leitungsinduktivität da, ja, und von der Last, die da dran hängt. So schaut das aus. So weit, so gut. Und ich gehe jetzt auf die Situationen, wie es in der öffentlichen Stromversorgung ist. Im Prinzip kann man das verallgemeinern, aber ich erkläre es jetzt so, wie es in echt aufgebaut ist und das hat auch einen Sinn. In echt haben wir nicht nur ein Wechselstromsystem, in echt haben wir drei Wechselstromsysteme. Ja, deswegen heißt Drehstrom auch drei Phasen Wechselstrom. Jetzt zeichne ich also ein zweites Drehstromsystem ein. Zweites Wechselstromsystem zeichne ich ein. So, jetzt habe ich da unten eine Leitung. Zeichne das so rum, das umschließt das erste. Zweites System. Zweites System haben wir wunderbar. Hier haben wir eine Spannung U2 und hier haben wir den Strom I2, der hier rinnt. Ja, kann eine ganz andere Last sein, egal. Und es ist so, dass bitte, es wäre bitte folgendes, die Spannung U2 ist um 120 Grad Phasen verschoben, ist aber genauso lang. Ja, also wenn ich das da mit 120 Grad in etwa einzeichne und 3,5 cm, machen wir halt das mal strichiert. Die Spannungen auskennen. Hier ist U2. Ja. Und wie gesagt, dazwischen, zeichnen die ein, dazwischen da haben wir 120 Grad. So, wir schon sehen, da 120 Grad. Okay? 120 Grad zwischen den Phasenspannungen heißen die Dinger, ja, weil ein so ein Ding heißt Phase. Ja, und dann habe ich halt einen Strom, der kann natürlich anders sein, der kann einen anderen Phasenwinkel haben, wird aber vermutlich relativ ähnlich sein, weil ja die Dinger alle leistungskompensiert sind. Da haben wir I2, der kann länger, kürzer oder was auch immer sein, hängt dem, das heißt der Phi2 kann auch anderer sein, hängt von der Last her. Ja. Aber er wird ungefähr gleich sein. In echt schaut man drauf, dass das ungefähr gleich ist. Na und jetzt habe ich schon gesagt, das besteht aus drei Wechselstromsystemen. Ich mache ein drittes Wechselstromsystem auch noch rein. Und da. Das nicht vergessen. So. Und hier haben wir das dritte Wechselstromsystem. Ja. Wunderbar. U3. Wieder.
Und natürlich ist es so, dass auch das U3 jetzt wieder um 120 Grad hinter ist. Ja, das machen wir symmetrisch so. Ja, das heißt, da mache ich Strichpunkt 4. Aus mit verschiedenen Stricharten, Linienarten. Ja, da haben wir den U3. Ja. Ja, und dann zeichnen die ihn auch am I3 ein. Da haben wir ein Phi3. Es ist mir eh so gelungen, dass das irgendwie unterschiedlich ist. Ähnlich, aber doch unterschiedlich. Da haben wir wieder 120 Grad dazwischen. Vielleicht schreibe ich das auch nochmal hin. Eine vierte Spannung brauchen wir nicht, weil da kommt schon die nächste Halbwelle vor der ersten Spannung. Da haben wir wieder 120 Grad dazwischen. Wunderbar, wunderbar. Ja, also so sieht das aus. Das ist die öffentliche Stromversorgung. Fast. Ja, denn jetzt schauen wir sie an. Pass auf, I1 und I2, wenn ich das da runter parallel verschiebe, also, wenn ich das da runter parallel verschiebe, ungefähr, da habe ich da I2. So. Und dann habe ich da I3 rüber. Ja, da bleibt da fast nichts mehr über. Ja, da I2, I3. Wenn ich alle zusammenzähle, bleibt da fast nichts mehr über. Jetzt macht man in der Realität, macht man Schmäh. Ja? Und zwar diese Leitung da unten, ich meine, wenn ich da alle zusammenrennen lasse, je nach Last, natürlich je nach Last, aber die ganzen Ströme zusammen addiert, da bleibt halt nicht viel was anderes über. Okay? Das bedeutet, ich kann diese Leitung da unten weglassen. Ja? Das heißt, ich zeichne das jetzt nur mal anders da auf. Ja? Ich zeichne es um und anders drauf. Hier mein erstes Wechselstromsystem. U1, I1. Kein Unterschied. Ja? Zweites Wechselstromsystem. Und wir sehen, ich mache den Schmäh, dass ich die Leitung da unten doppelt verwende. Da habe ich U2. Da habe ich I2. Die Leitung da unten ist also mehrfach verwendet und auch die dritte Phase verwendet diese Leitung. Ja. Gut, ja, so schaut das aus. Das heißt, hier rinnen die Ströme I1, I2, I3, hier rinnen sie zusammen und da rinnt der Strom In zurück. Ja, und wie wir sehen, der In, ja okay, es kommt ein bisschen auf die Last drauf an, das habe ich schon gesagt, aber der wird nicht wesentlich größer sein. Ja, deswegen sind das alles der gleiche Leitungsquerschnitt. Das kann überall der gleiche Leitungsquerschnitt sein, so schaut das aus. Das Ding da unten, das heißt Neutralleiter. Neutralleiter. Ja? Na, die Ströme, die rinnen hier in diesem Punkt zusammen. Das zeigt da, das heißt Sternpunkt. Warum werden wir noch sehen? Okay? Warum werden wir noch sehen? Sternpunkt. Ja? Rinnt zusammen. Es geht sogar so weit, dass man sagt, hey, was ist, wenn das wirklich ideal ist? Ja? Was ist, wenn das wirklich symmetrisch ist? Symmetrisch heißt alle Lasten gleich, ja? Das heißt alle Ströme gleich, die Ströme heben sich ideal auf, da mache ich gar kein Kabel. Ja? So weit sind wir, mache ich gar kein Kabel. Auch nicht. Aber nur, wenn es symmetrisch belastet. Sonst hätte ich einen Neutralleiterstrom notwendig. Okay? Wenn wir uns ja auch noch anschauen, was da passiert, wenn man es trotzdem weglässt. Ja, okay, jetzt habe ich drei Wechselstromsysteme. Ja? Geschickt ausgenutzt, dass der Neutralleiter, also der Sternpunktleiter, da irgendwie gleich ist. Aber wo ist der Vorteil? Ja? Nun, wer sagt denn, dass ich die Verbraucher so reinschalten muss? Habe ich das behauptet? Nein. Ich behaupte, also ich kann nämlich einen Verbraucher zum Beispiel auch so reinschalten. So, ein Verbraucher zwischen zwei Phasen geschaltet. Ja?
Was sieht denn dieser Verbraucher hier für eine Spannung? Dieser Verbraucher sieht die Differenz zwischen U1 und U2. U1 minus U2. Okay, das ist die Spannung, die da auf diesem Verbraucher da liegt, auf dem grünen Verbraucher. Was bedeutet denn U1 minus U2? Na, schauen wir uns das da an in unserem Diagramm. Jetzt zeichnen die dann mal minus U2 ein. Das geht da in die gleiche Richtung natürlich, also eigentlich in die andere Richtung. Gleiche Orientierung. Da war minus U2. Und jetzt zähle ich U1 auch noch dazu. 3,5 cm haben wir gesagt. Deswegen habe ich das jetzt mit Lineal gemacht. Da haben wir einen Klick gehabt. Ja. Da habe ich U1. Ja. Und hier, das hier, ist U1,2. Die Spannung zwischen U1 und U2. Das ist diese Spannung. Die ist ja viel größer. Die ist ja viel, viel größer. Das ist ja super. Ja? Das heißt, der kann jetzt viel mehr Strom. Der kann viel mehr Spannung zur Verfügung. Ja, das ist das, was man umgangssprachlich Starkstrom nennt. Ja? Das andere ist Lichtstrom. Schwachstrom sagt man eigentlich nicht. Aber Starkstrom, verkettete Spannung heißt das auch. Ja? Verkettete Spannung ist das. Und das ist die Sternpunktspannung oder Phasenspannung und verkettete Spannung. Die findet man übrigens auch hier, gell? Oder? Da finden wir U1,2, genauso finden wir U2,3 da oben. Ja, da, ich zeichne das nur so strikliert an, weil eigentlich fliegen dann die Zeiger, sie fliegen ja nicht wirklich, ne? Sie fliegen ja nicht wirklich, sondern sie sind ja eh da unten drin. Aber sie sind auch 120 Grad phasenverschoben. Das wollte ich damit herzeigen. Gell? Und da haben wir eben das U2,3 und das U3,1. Das haben wir halt da. Ja? Zeichne die jetzt nicht ein, weil dann schmiere ich mir ja über meine eigenen Zeichnungen drüber. Also, es ist wesentlich größer. Die verkettete Spannung, Starkstromspannung, ja, also, das haben wir 400 Volt. Gell? Also, bei unserer öffentlichen Stromversorgung haben wir Lichtstrom 230 Volt, Starkstrom, verkettete Spannung 400 Volt, Phasenspannung 230 Volt. Ja, das ist der Faktor. Wie kommt es zu dem Faktor überhaupt? Ja, schauen wir uns das an. Da, mit welcher Farbe zeichne ich das jetzt ein? Nehme ich wieder das schiere Grüne da. Hier, wenn ich das hier aufteile, ja, rechtwinkelig, dann habe ich hier die Länge A, dann habe ich hier B, C. Ja, rechtwinkeliges Dreieck habe ich da. Ja. Und wir wissen ja, rechtwinkeliges Dreieck gilt der Pythagoras a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Super, gell? A Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Und hier haben wir einen Winkel von 30 Grad. Ja? Das heißt, das b ist C mal Sinus von 30 Grad und der Sinus von 30 Grad ist genau 0,5, das heißt, das ist C halbe. Okay? B ist C halbe. So, das setze ich jetzt da ein, da habe ich praktisch dann stehen A Quadrat plus C Quadrat Viertel ist gleich C Quadrat. Okay? Jetzt bringe ich das noch auf die andere Seite. Jetzt steht der a Quadrat ist gleich 3 c Quadrat Viertel. 3 Viertel c Quadrat habe ich nur mehr, weil ich a Viertel ja wegziehen muss. Ja. Jetzt ziehe ich die Wurzel. Ja. Das heißt, a ist gleich die Wurzel aus 3 Viertel c. Ja. Und wie groß ist jetzt a? Also die Länge x, oder? Nehmen wir das x. X ist 2 mal a. Und das ist die Länge von dem. Das heißt, x ist 2a ist gleich 2 mal Wurzel aus 3 Viertel c. Okay. Jetzt bringe ich den 2 noch unten rein. Das ist Wurzel aus 4 mal 3 Viertel c. Zack, zack, ist Wurzel aus 3 c. Das ist der Faktor zwischen der Phasenspannung
und der verketteten Spannung. Das ist eine rein geometrische Sache. Ja? Die verkettete Spannung ist um Faktor Wurzel 3 größer wie die Phasenspannung. Da schreibe ich nur auf, da schreibe, wo schreibe ich das hin? Da, U12 ist gleich Wurzel 3 mal U1. Ja? Verkettete Spannung ist Wurzel 3 mal größer wie die Phasenspannung. Wie gesagt, einfach eine geometrische Sache. Wie das jetzt mit diesen Sinuswellen und so weiter genau ist, ja, das werden wir sich in einem nächsten Video anschauen. Ja? Aber so funktioniert Drehstrom. Das ist einmal das Grundprinzip von unserem Drehstrom. Ja? Also es gibt eine Phasenspannung, es gibt drei Phasen, die sind alle 120 Grad Phasen verschoben. Es gibt eine verkettete Spannung und die verkettete Spannung ist halt Wurzel 3 größer. Und deswegen, wenn man 230 und 400 Volt hernimmt, ist dazwischen relativ genau der Faktor Wurzel 3. Ja, also wir haben nicht genau 230 und nicht genau 400 Volt, aber man sagt das jetzt. Wenn übrigens etwas nicht angegeben ist, ja, dann ist das einfach 400 Volt, ja, 400 Volt Drehstrom, dann ist immer die verkettete Spannung gemeint. Ja. Ansonsten ist extra angegeben. Drehstrom. Ja. Nächstes Mal lassen wir den Computer ein paar Sinuswellen zeichnen, schauen wir uns das dort mal. Ja. Für dieses Mal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.